Guten Morgen. Warum ich hier bin? Weil ich ein Vollidiot bin. Ich habe nachgeguckt, warum es so schwer war, ob ich einen Fehler gemacht habe. Guten Abend. Guten Abend. Oh, die ist aber nett. Hallöchen. Ja. Und mir. Oh. Ich bin der größte Vollidiot ever. Ich werde das auch schneiden. Das werdet ihr ja schon gesehen haben. Die Folgen kamen ja schon raus. Weil das war einfach zu peinlich. Und ich hätte mir alles ersparen können. Also die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, die ganze Munition, das ganze Suchen. Das hat sogar Lions angedeutet. Ja, guck mal rum. Angedeutet. Bloß ich hab's nicht gefunden. Hier links ist ein Nachschubcontainer. Vorsichtig. Ja, darüber, da haben sie geredet. Ich habe hier noch hingeguckt. Ich habe aber hab nicht, ich hab mich nicht hingetraut. Also ich nicht hingetraut. Ich bin nicht hingegangen, weil ich dachte, das wäre einfach nur so. Dieser Nachschubcontainer hat etwas. Elektroladeteil, ein Befehl, Mikrofusionszelle und eine Tesla-Kanone. Diese Tesla-Kanone. Oh mein Gott. Deshalb hat sie die ganze Zeit dahin gezeigt. Ich dachte, ich muss da irgendwie die Tür öffnen oder so. Deshalb bin ich dumm rumgelaufen. Oh, das ist so peinlich. Ich hätte es öffnen müssen, dann hätte es auch gezeigt, wo ich als nächstes hin müsste. Und dann wüsste ich und dann hätte ich alles besser machen können. Und diese Tesla-Kanone. Warte ganz kurz, wo ist die? Ich war jetzt noch nicht woanders, ich bin wieder ganz zurückgelaufen. Ist stark gegen Enklave-Rüstung und stark gegen fliegende Sachen. Das heißt, ich hätte diese fliegenden Viecher mit einem Schuss umbringen können. Vom Himmel holen können. Just saying. Und das regt mich gerade so auf. Da Notizen wollte ich. Hier spricht Paladin Tristan. Wenn Sie das hören, haben Sie es durch die präsidentiale Metro geschafft und müssen nur mehr die Adams Air Hohoho. Force Basis überwinden. Laut unseren Spähern befindet sich die Abschusssteuerung des Raketensatelliten im Hauptturm der mobilen Plattform der Enklave. Der einzige Zugang zur Wir Plattform müssen führt über eine leise Rampe, gehen. die von einem Enklavenwachposten im alten Turm zur Luftraumüberwachung runtergelassen wird. Beim Öffnen der Kiste wurde ein Leitsender aktiviert. Wir fangen das Signal ab und leiten den Angriff ein, um ihnen beim Eintritt Deckung zu geben. Viel Glück und alles Gute. Okay, das wäre das nächste. Ich habe das alles falsch getriggert. Oh, wen sind sie überall? Das ist doch schön. Es gibt hier noch ein paar Tesla-Waffen. Die sind hier irgendwo jetzt versteckt oder liegen hier rum, habe ich aber keinen Bock jetzt zu holen. Weil, naja. Auf jeden Fall hätten sie mir dann, da wo ich total von allen Seiten bombardiert wurde mit Enklave-Typen, hätten die Paladine mich unterstützt. Ich habe mir diese gesamte Quest schwer gemacht. So. Und ich komme jetzt nicht wieder weg. Ich muss also wieder ganz zurückfahren. Are you fucking kidding me? Ich will jetzt einmal wenigstens Tesla hier schießen. Oh mein Gott, ist das geil. Man kann nur einmal schießen? Ja. Hallo. Aber man braucht auch nur einen Schuss pro Gegner und Teil und Rumgebagge. Naja, es war 2008. Und jetzt, während ich kurz zurückgehe und gleich mich um Megaton kümmere und so, das müsst ihr ja wieder nicht sehen, will ich mich kurz noch bei dem Spiel entschuldigen. Das war ja nicht meine, es war ja nicht seine Schuld, es war meine Schuld. Ich war da ein bisschen doof, ich war da doof. Und wir fahren nochmal zusammen Bahn. Und das Spiel ist auch gut, dass es so lang ist und so viel hat. Und das hat die haben richtig gut gemacht. Und dass ich so durchrase, hat das Spiel nicht verdient. Und ich werde auch das ein bisschen. Ich sehe es ein und ich sehe, ich nehme Kritik an, auch mir gegenüber, selbst gegenüber, wollte ich sagen. Milchflasche. Oh, nicht abgestanden. Die Milch ist noch gut. Geil. Und ne, es ist nur eine Milchflasche. Und den Fehler, den ich gemacht habe, war, wir fahren nochmal zurück. Dass man ganz zurück muss, ist so schrecklich. Den Fehler, den ich gemacht habe, war halt irgendwann genervt zu sein. Vielleicht, weil ich Let's Playe. Das könnte gut sein. Also, dass man vielleicht, wenn man es so spielt, einfach so zwischendurch spielt. Also, so vielleicht wie Minecraft oder
Keine Ahnung. Huch. Müssen wir jetzt nicht, müssen wir nicht eigentlich nach links? Und hey, bei irgendeinem Spiel war das, wo du, wenn du nochmal in den gleichen Zug reinsteigst, dann kommst du in eine geheime Abriegelung und so. Das ist ganz toll. Deshalb werde ich dieses Spiel jetzt, ich werde ein bisschen durchlaufen, aber was ist das hier? Gib mir den Schlüssel. Ist hier der Schlüssel vielleicht irgendwo drin? Das ist zum Beispiel heftig. Man muss alles durchsuchen, weil der Schlüssel könnte irgendwo sein. Ups. Entschuldigung. Hm. Naja. Aktenschränke. Auch Schuss. Warum auch immer. Hallo, ich möchte keinen Schlüssel. Einen schönen Tag wünsche ich. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Okay. Kannst du mich trotzdem Schlüssel geben, damit ich schneller raus kann? Naja. Okay, ich werde das Spiel auf jeden Fall jetzt, ich werde ein bisschen durchlaufen. Ich habe ja auch eine Waffe verpasst, ist mir aufgefallen. Irgendwie gibt es hier ein Flammenwerfer, aber scheiß drauf. Und ich werde Spaß haben. Ich habe Spaß und das war mein Fehler. Was soll man machen? Hatte ich hier nicht Schlüssel gefunden? Ja, ja, ihr könnt ruhig da bleiben. Ich muss in die Richtung. Kann da durchgucken. Hm, hier habe ich ja auch alles gemacht und es ist ja auch gut, mein Gott. Ich will noch gucken, ob da irgendwas kommt, damit ich die Tesla ausprobieren kann mit euch. Nein. Alle tot. Oh, doch, da. Talon, geil. Ah, fuck it. Warte, warte, ich will gucken. Wuhu! So viel Spaß. Das kam gut. Da hast du recht. So viel Spaß. So, Flammenwerfer. Kronkorken. Ich weiß nicht, wo die her jetzt herkommen. Aber who cares? Oh, waren wir hier schon? Nein. Oh, noch mehr Raketen. Oh, ich hab euch schon vermisst. Protokoll der Talon Company. What the fuck? Das zum Beispiel ist einfach nur genial an dem Spiel. Oh, das ist scheiße an dem Spiel. Dass man hier so viele Sachen finden kann. Nur, ich habe leider auch gelesen jetzt. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Ja, dann macht das. Dafür hab ich euch ja, ne? Ne? Cherry Bombs brauche ich gar nicht. Dass New Vegas da ein bisschen schlechter sein soll, das macht mir ein bisschen Angst. Also ich habe viel Lob gehört und viel auch, dass es noch leerer sein soll und noch langweiliger. Das hört sich nicht gut an. Ach guck mal, wie man hier rüberspringen kann, Minecraft. Just saying. Ich meine, warum Minecraft? Warum haben sie nicht gemacht, dass man selbst schwer über einen Zaun kommt, aber ansonsten kann man... Ah ja, okay. Oh, warum ich noch nicht zurück bin? Guck mal, warum wir waren noch nicht mal beim Weißen Haus. Just saying. Warte. Weiße Haus, waren wir jetzt hier? Aber ich meine jetzt... Wo war denn das jetzt? Da. Gebäude der Museumsbehörde. Da waren wir noch gar nicht. Da könnten wir auch noch mal hingehen. Aber jetzt geht's erstmal zu Megaton. Und ich weiß nicht, ob gleich die Story weitergeht, also diese Quest. Deshalb werden wir das noch zusammen angucken. Glauben Sie nicht, dass ich vergessen hätte, was Sie getan haben? Entschuldigung. Das hat sie mir gesagt. Du bist die schönste Frau, meine Fresse. Nein, das mache ich zu gut. Mann, ey, du bist aber auch die schönste Frau. Verdammt, nein. Blöde Kuh. Oder irgendwie sowas. Hörte sich auf jeden Fall sehr seltsam an. Hallo. Haben Sie schon von dieser neuen Sekte gehört? Oh. Die haben uns unser Wasser genommen. Hier, lesen Sie das. Das ist eins Ihrer Flugblätter. Das ging aber schnell. Da habe ich ihn einfach so angesprochen. Okay. Die Bestätigung ist da. Der Aufbereiter wurde aktiviert. Wir wurden angewiesen, unsere gegenwärtige Position zu sichern und auf Befehle zu warten. Weil die Kampfhandlungen etwas nachgelassen haben, haben wir außerhalb des Kapitols, am Seward Square, Stellung bezogen und unsere Position gefestigt. In letzter Zeit war es ziemlich ruhig hier. Damit wird aber Schluss sein, sobald die Neuigkeiten über den Aufbereiter die Runde machen.
dann wird jeder alles dran setzen, um etwas von dem Wasser abzubekommen. Ob zum Überleben oder zum Geldmachen ist einerlei. Ja. Das übliche Morden halt, nur mit anderen Zielen. Okay. Guten Leute von Megaton, eure Rettung naht. Wir sind die Apostel des ewigen Lichts. Um diese verwundete Stadt zu heilen, sind wir bereit, alle Bittsteller mit läuternden Weihwasser zu versorgen. Kommt unser Kloster in Springvale. Springvale? Dort wird Bruder Gerard all eure Bedürfnisse stillen. Wir werden alle Dürsten am Brunnen des Wassers des Lichts trinken lassen. Springvale? Ich dachte, die meinen... Wir haben doch hier eine Kirche. Warum... Okay. Jo, dann... Oh, was war das? Ja. Du machst immer den gleichen Witz. Oh, die haben Werbung an meine Tür gemacht. Okay. Wir sehen uns... Hier, guck mal. Das ist zum Beispiel eine richtig geile... Sowas hättest du viel mehr einbauen können, muss ich zugeben. Also hier so der Wackelpudding, daneben vielleicht so Sachen sammeln und daneben, dass man so richtig viele Sachen in der Welt finden kann. Da macht es viel mehr Sinn, alles zu sammeln. Vielleicht auch etwas, was so ein Puzzle macht, so ein Bild. Oder Einrichtungsgegenstände für die Wohnung. Das wäre geil. Okay, schon gut. Ich fange schon wieder an. Warum redest du nicht über das Wasser, verdammt? Ist das so unwichtig? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Und dann geht's nach... Schön, Sie ja. Thanks! Wir sehen uns dann... Oh, schämst dich? Ein bisschen schüchtern so. Ich mach alles und dann gehen wir zu Springvale. Nach Springvale. Ich hab's richtig gesagt. Guck mich an. Bis dann. Na. So, wir sind bei Kinder des Atoms. Dann gucken wir doch mal. Hab immer alles weggeräumt. Aber was die so sagen, bin ich mal gespannt. Ja. Schließ deine Augen und fühle das Leuchten des Atoms. Jo. Wo ist denn? Beichtvater Crummels Terminal. Ja. Ihr seid ein bisschen im Weg. Aber ich werde euch trotzdem vermissen bei den Addons. Mutter Maya. Willkommen, mein Kind. Ja. Seien Sie gegrüßt. Ich hoffe, Ihnen gefällt unsere... Ja, haben wir schon. Bla. Ich muss los. Was? Ihr macht keinen Spruch? Ich meine, ihr macht nichts. Da. Bist du der Beichtvater? Was gibt's? Das ist die Stimme wieder mal. Geil. Die Stimme passt mal wieder richtig gut. Was gibt's? Ich sehe nur außerhalb, weil ich Atomkind bin und die ganze Zeit rauche. Deshalb sehe ich so aus. Okay. Ich musste leider meine Lieblingswaffe wegtun, weil ich habe da fast keine Munition mehr, habe ich mir gedacht. Probieren wir doch mal die anderen aus. Ich nehme mal keinen Fatman mit. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber mal schauen. Ich denke mal, ich muss gegen verrückte Religiöse mal wieder kämpfen. Mal wieder. Wie im richtigen Leben. Und jetzt muss ich nach Springvale. Mann, das ist ja ganz am Anfang gewesen. Oh, wieder an Anfang gekommen. Gut gemacht, du Addon. Okay. Da. Kloster des heiligen Lichts. Du bist... Erschöpfter Reisender, willkommen im Kloster der Apostel des ewigen Lichts. Oh, Sie müssen von Ihrer Reise sehr durstig sein. Nehmen Sie bitte dieses Geschenk an. Weihwasser, das von unserem Orden gesegnet wurde. Wir müssen in tiefen Zügen vom Wasser des Lichts trinken, damit es unsere Zungen heiligt und uns für Gespräche läutert. Wasser? Was? Meine Aufgabe ist das Weihwasser trinken? Was will ich aber nicht? Was haben die mit dem Wasser gemacht? Weihwasser. Red 8 TP20. Erfüllt. Mit Bruder Gerard sprechen. Oh, ich kann das Funkeln des Lichts des Atoms in ihren Augen sehen. Nun, da sie ihre Zunge mit dem Weihwasser gereinigt haben, können wir reden. Wie kann ihnen dieser Diener des ewigen Lichts zu Diensten sein?
Halt die Fresse. Mit Sekten habe ich bisher eher Pech gehabt. Ja, ich muss das erste sagen. Außerdem ist keiner dabei? Nein, nein. Wir sind zwar ein kleiner Orden, aber wir wachsen beständig. Immer mehr Leute hören unsere Botschaft und werden erleuchtet. Wie unsere leuchtende Mutter zu sagen pflegt, wo andere durch die Wüste irren, weisen wir den Weg zum ewigen Licht. Und um unseren guten Willen kundzutun, bieten wir allen Anwärtern dieses Weihwasser. Oh, warte, warte kurz, ich muss mal ganz kurz... don't give a shit. So, ich bin mir sicher, sie meinen es gut, das muss aufhören. Sie wissen, dass dieses Wasser völlig verstrahlt ist, oder? Das Wasser ist voll vom Licht des Atoms, wenn Sie das meinen. Heller und wärmer als jedes Wasser, das Sie bisher gesehen haben. Mhm. Die Segnung mit dem Heilwasser untersteht Mutter Curie der Dritten, unserer leuchtenden Mutter. Aber ihre Arbeit im Kloster nimmt sie sehr ernst. Wir haben doch schon eine Kirche. Okay. Erzählen Sie mir von Ihrem Orden. Die erste Kunde von der Herrlichkeit des atomaren Glühens erhielten die Apostel des ewigen Lichts durch die heilige Lehre des Beichtvaters Cromwell. Lange Zeit war Cromwells Kirche unsere Heimat, bis zu dem Tag, als das Atom unserer leuchtenden Mutter erschien. So erfuhr sie, dass die Spaltung nicht nach seinem Willen war. Vielmehr strebt das Atom nach Erleuchtung, nach der Wärme, die uns nährt. Denn nur durch die vollkommene Erleuchtung des Atoms können wir auf Rettung im ewigen Licht hoffen. Weiß, ich habe nicht zugehört. Ich musste mich gerade kratzen und ich fand die Ironie so lustig, dass gerade die Kirche neben meiner Wohnung anfängt zu läuten. Lol. Passt ja. Dumm und dumm gesellt sich gern oder so. Na okay, nein. Christliche Kirche ist jetzt nicht so dumm wie die hier. Nur ein bisschen so. Ne? Haben auch Atomhirne. Wo kommt das Wasser her? Unsere leuchtende Mutter verließ die Stadt, um zu meditieren. Als sie in Trance wandelte, stiegen die Kriegsengel des Atoms zu ihr herunter. Natürlich. Sie brachten ihr Aqua Pura, ein Wasser so klar, so rein und so unbefleckt, dass sie darin den idealen Träger des atomaren Glühens erkannte. Seit jenem schicksalhaften Tag gibt sie sich selbst hin, um das reine Wasser des Atoms in das Wasser des Lichts zu verwandeln. Gutes Wasser, für was ich gearbeitet habe hier und mein Papa sich geopfert hat, das macht ihr wieder strahlt? Das ist ja total dumm. Ihr Weihwasser strahlverseucht. Nein, es ist erfüllt vom Licht des Atoms. Ein Jammer, dass nicht jeder Mensch der Erleuchtung harrt. Aber die Wege Gottes sind unergründlich. Unergründlich. Außerdem dumm. Zwingen wir niemanden, es zu trinken. Wir bieten es lediglich den Dürstenden an, um ihr Verlangen nach Höherem zu stillen. Das sagt ihr immer. Wir zwingen ja niemanden. Doch, indirekt seid ihr irgendwann doch am Zwingen. Ich meine, ganz... Lest ein Geschichtsbuch, dann wisst ihr, was ich meine. Also, es war nie wirklich freiwillig. Ich fürchte, wir können Unerleuchteten keinen Zutritt gewähren. Ihre Anwesenheit würde unser heiliges Werk beflecken. Wenn sie jedoch willig sind, im heiligen Licht des Atoms getauft zu werden, könnte ich sie einlassen und unsere Anführerin vorstellen. Ich habe so viel gutes Karma, ich kann euch sogar umbringen, wenn ich möchte. Ich komme trotzdem noch in den Himmel. Sie meinen, ich muss verstrahlt sein, wenn ich eingelassen werde? Ja, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir lassen schlicht und einfach niemanden ein, der das Licht nicht in sich trägt. Gehen Sie zum Allerheiligsten, Pilger. Beten Sie zum Atom, auf das es Sie mit Leuchten erfülle. Erstrahlen sie im atomaren Glühen des ewigen Lichts. Das hatten wir schon mal mit Moira. Sie verstrahlen lassen, um Einlass zu erhalten. Hören Sie, ich will nicht verstrahlt werden, nur um Ihre Kirche zu kommen. Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen. Ja, ja, ja. Was für Sie Strahlung ist, ist für uns die Rettung aus der Verdammnis. Wie könnten wir zulassen, dass die... Oh mein Gott. Beten Sie zu unserem Allerheiligsten und lassen Sie Atom wissen, dass Sie nach Erleuchtung streben. Ja. Möge das Licht. Ich gehe einfach so rein. Irgendwo kann ich mich hier verstrahlen. Sehr schwer. Soll ich einfach so rein, du Arsch? Aktivieren vom Schalter. Oh oh. Dogmeat, geh mal weg. Hier gibt's. Strahlungsfalle aktivieren.
Okay. Ich glaube, einmal reicht, oder? Bis da oben links was steht. Macht Spaß, Dogmeat. Mir macht total Spaß, hier im Licht zu baden. Und. Ach. So, guten Tag. Möge das Atom. So, ich habe mich ein bisschen verstrahlen lassen. Darf ich jetzt rein? Ah, ich kann Ihr inneres Licht fühlen. Liege weg. Treten Sie ruhig in unseren Tempel ein. Yay. Bitte, sprechen Sie mit unserer Anführerin, unserer leuchtenden Mutter Curie der Dritten. Klosterschlüssel bekomme ich. Na dann. Möge das Licht des Atom. Wow. Ihr seid. Eigentlich solltet ihr einfach alle sterben. Aufhalten soll ich sie. Ja, das mache ich doch gern. So, ich habe nämlich Ausdauer 1 minus. Oh mein Gott. Aber dafür Stärke plus oder was? Naja, was soll's. Machen wir alles später. Ich habe ja zu Hause alles, was ich brauche. Los geht's. Kinder des Lichts, hört auf meine Worte. Noch mehr. Spürt die Wärme des Atoms. Viel zu lange war unsere Welt kahl und unfruchtbar. Guck mal, ich leuchte. Und unser Volk ist in der Seele jetzt bin ich nicht öd und leer geworden. Und ich leuchte wieder. Die Herzen der Menschen sind dürr und kalt geworden. Und Durst verzehrt die Schwachen. Und die Starken gleichermaßen. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Er redet da mit mir. Ist das ein Ghoul? Der Champion des Atoms. Hallo? Ich rede mit dir. Hallo, Champion des Atoms. Hallo, geht's dir gut? Bist du ein Ghoul oder bist du ein Mensch? Oder? Sehr seltsam. Oh, hallo! Hallo, Sonne des Atoms. Hallo. Ist es nicht langweilig für euch hier? Ich mache euch mal Musik an. Weil ich bin mal nicht so, ne? Die Sonne des Atoms und Champion des Atoms. Voll krank. Strahlungsfalle kann ich anmachen. Und Aquapura habt ihr hier. Ihr habt alle geklaut. Alle geklaut. Oh. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand zu unserem Stimme Altar passt pilgern würde. So gut. Wir sind leider auf unangekündigte Besuche nicht vorbereitet. Wow. Sie müssen Bruder Gerard gewaltig beeindruckt haben. Er ist ein lieber Junge, aber ziemlich schrill. Mhm. Ich hoffe, er ist Ihnen nicht zur Last gefallen. Ach, wie unhöflich von mir. Ich bin Mutter Curie die Dritte und leite die Apostel des ewigen Lichts. Was kann ich für Sie tun? Erzähl mir doch mal dein Geheimnis ewiger Jugend. Nee, ernsthaft, ich habe noch nie so eine wunderschöne 22-Jährige gesehen wie dich. Oh, deine Stimme, die ist so herzenengelrein, super schön, romantisch, hot, clever, sexy. Und der Atom hat dich in einen alten Mann verwandelt. Ich werde ihr verrückte Sekte vernichten. Nee, ich muss mit ihr über Weihwasser sprechen. Ja? Fragen Sie doch Bruder Gerard. Er wird Ihnen sicher gern eine Flasche oder zwei geben. Du bist eine Flasche. Für milde Gaben berechnen wir nichts, wissen Sie? Ja, das ist aber nett. Sie verseuchen, um herzustellen. Hören Sie auf damit. Wie wird das Weihwasser gemacht? Das Wasser war ein Geschenk des Atoms. Ich meditierte gerade, eben hier in Springvale, als vier seiner bewährten Engel zu mir herunterstiegen. Was? Als ich sagte, ich sei aus Megaton, gaben sie mir Fässer von Aqua Pura, wirklich? Die ich mit meinen Leuten teilen sollte. Das erwähnten sie sehr deutlich. Oh mein Gott, so dumm! Natürlich verstand ich die Botschaft des Atoms. Ah! Seitdem segne ich dieses Weihwasser und teile es mit allen Menschen auf der Welt. Ich find's witzig, dass Fallout 3 total gegen Religion ist. Nicht einmal gab's irgendwas, was positiv war. Doch, okay, doch, die Sklaven. Ja, okay. Religion kann ja auch Hoffnung geben und Stärke. Nur das zeigt, das ist das. Immer darf ich nicht das Erste sagen, dann werden sie sehr schnell sauer. Muss ich, denke ich, mal noch sagen. Ich muss erstmal ein bisschen fragen. Aber die denkt wirklich, Götter kamen. Das sind die wie die Leute, wenn die Rohre im alten Haus oder die Bretter im alten Haus irgendwie anfangen zu knarzen, dann sagen sie, es sind Geister, die rumlaufen. Es ist sehr romantisch, aber sehr, wenn ihr es wirklich glaubt, seid ihr nicht. Es hat nichts immer damit zu tun, oh, du musst nur ein bisschen
glauben und ein bisschen du kannst dein drittes Auge nicht öffnen. Nein, es ist ganz normal. Es ist so wie wenn. Was? Ach so. Es ist so wie Plattentektonik der Welt. Die Kontinente gehen auseinander. Okay, was soll's? Was denn? Ich will nur gucken, ob er mich lobt. Oh. Wenn ihr euch also gerade in der Gegend von Greyditch befindet, könnt ihr mal vorbeischauen und sehen, was gerade abgeht. War Greyditch nicht die Ameisenfarm? Naja, warum machen sie das alles? Was für eine Frage. Ich mache das natürlich, um den Leidenden dieser Welt die Erleuchtung zu bringen. Das Atom kam mit einer Vision zu mir. Die Hungernden, die Kranken, die Schwachen sollten durch das Sakrament des atomaren Glühens gesunden. Dank unseres Weihwassers ist die Vision Realität geworden. Die Kranken werden wiedergeboren und erstrahlen im Antlitz des erhabenen atomaren Glühens. Der Wiedergeborene kennt keinen Hunger, kein Leid, kein Altern. Wie du, ja. Das Glück unserer erleuchteten Brüder und Schwestern liegt nur im atomaren Glühen. Kein Hunger, kein Leid, kein Altern. Hört sich gut an, nur dafür auch keine Liebe und keine Nähe und nichts und kein Spaß. Wissenschaft. Menschen in Gule verwandeln, aber das erfordert unglaubliche Strahlenmengen. Das ist richtig, aber unser Weihwasser vermag Wunder zu wirken. Das unbefleckte Aqua Pura ist ideal, um den Segen des Atoms zu spenden. Leider erreichen nur wenige der Anwärter das ewige Licht. Die übrigen müssen sich mit der Erleuchtung und dem Ende ihres Leids zufrieden geben. Das ist so Bullshit. Hören Sie auf. Seien Sie nicht albern. Wie sonst sollen wir den Unerleuchteten das Wort verkünden? Viele fürchten sich vor dem Atom und seinem Leuchten. Sie missverstehen es als Kraft der Zerstörung, anstatt es als Weg zur Vervollkommnung zu erkennen. Wirklich? Aber dieses wundervolle Weihwasser trinken sie ohne Furcht. Und wenn sie erst vom Leuchten erfüllt sind, kennen sie keine Furcht mehr. Das heißt, ja, du, das ist, als ob ich dir, wenn ich dir was gebe, was zu essen, da ist Gift drin. Dann sage ich dir, es ist nur für dein Bestes. So ein Scheiß. Nein, wirklich. Ich weiß, es ist in der Zukunft und ich weiß, die haben keine Ahnung von Atomen und so. Aber, oh mein Gott, gibt es keine Bücher oder irgendwie Weitererzählungen, dass gesagt wird, Atomkraft macht uns kaputt. Nichts Gutes kommt aus Atomkraft. Es macht Atome kaputt. Ach, schon gut. Einige sind so. Deshalb hasse ich auch Leute, die sagen, guck mal, ich verstehe es ja. Erstens, fossile Brennstoffe und Kohle und sowas ist schlecht für die Umwelt, also weil wir zu viel davon benutzen. Die Welt kann nicht gegen ankommen. Das heißt, es gibt den Treibhauseffekt und globale Erwärmung und sowas. Und dann heißt es, ja, wir müssen langsam was dagegen tun, weil es kann nicht so nicht weitergehen. Und außerdem sind die fossilen Brennstoffe auch bald aufgebraucht. Und dann verstehe ich, wenn dann Leute sagen, wir kommen aber nicht nach mit anderen, also müssen wir Atomkraft nehmen. Ich verstehe euren Weg. Nur, Atomkraft ist keine saubere. Es ist eine unsichtbare, tödliche Kraft. Es ist schrecklich daran, du stirbst mit richtig ekelhaften Schäden daran. Es gibt nie was Positives. Du kriegst Tumore, du wirst unfruchtbar, dir wird schlecht, dein Magen dreht sich um alles. Es ist nur schlimm. Und klar, und man sieht immer wieder in den letzten 100 Jahren, wie sicher das ist. In den letzten 100 Jahren gab es schon so viele Unfälle mit Atomkraft. Weiß nicht. Wie wäre es, wenn wir einfach alle ein bisschen weniger Energie oder das Geld einfach. Jetzt wird zum Beispiel die Preise für Strom sind erhöht worden. Und das ist doch in Ordnung. Damit können wir dann mehr Unterwasserantrieb hier, Generatoren machen. Man stellt welche ein, die Fahrrad fahren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist alles besser als das. Und ich verstehe, wo diese Leute, die Befürworter dafür herkommen. Nur ihr seid kleine, egoistische Arschlöcher, die nicht in die Zukunft denken der Welt. Und ich will nicht mal Kinder. Und trotzdem denke ich drüber nach. So blöd es klingt, ich würde lieber jetzt ein bisschen mehr bezahlen für meinen Strom, wenn ich dafür weiß, dass in 100 Jahren die Welt noch nicht untergegangen ist.
Okay, ganz ruhig. Ich reg mich über so welche Leute auf, weil so welche Leute machen die Welt kaputt und auch für andere. Sie zum Beispiel macht die Welt von anderen kaputt und sie macht das Leben von anderen kaputt. Und sie kann ihr eigenes kaputt machen. Trink so viel verseuchtes Wasser, wie du möchtest, aber lass anderen Ruhe. Okay, da musste ich jetzt kurz was sagen, das regt mich voll auf. Durch Tricks findet niemand die Erleuchtung, man muss bewusst danach suchen. Ich, notfalls mit Gewalt, zwinge ich sie dazu. Charisma. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Man kann niemanden gegen seinen Willen zur Rettung zwingen. Das wäre nicht richtig. Selbst im Namen des Atoms. Vielleicht haben Sie recht. Wir dürfen das Wort vom Licht des Atoms nicht durch Täuschung verbreiten. Damit wird das rettende Heil selbst zur Farce. Wir werden das Aqua Pura nicht weiter als Weihwasser verwenden. Unsere Fürsorge wird nur mehr jenen zuteil, die uns aufsuchen. Geht doch, so einfach geht das. Ich frag mich ja echt, Bixley melden. Bixley. Oh, das war mal eine schnelle Quest. Da, ich bin so ein bisschen, ich bin in einer Enklave-Ausrüstung und sie sehen mich nicht. Ich frag mich, wie ich klinge, wie Latino klingt. Der muss ja richtig, richtig gut klingen, damit alle ihn sofort charismatisch finden. Ich muss los. Danke, dass Sie sich für Weisheit statt für Gewalt entschieden haben. Natürlich. Ich will ja nicht. Friede sei mit uns allen. Hallo, Champion. Aber die sind nicht tot. Sie sind nicht aggressiv. Es sind Ghule, aber keine menschlichen Ghule. Das finde ich sehr interessant. Das sind ganz richtige, richtig Ghule, aber nicht böse Ghule. Ach, seltsam. Oh, hallo. Du bist dabei, ne? Oh, du redest nicht mit mir. War hier nicht noch einer? Okay, dann nicht. Oh, ich hörte doch einen schlafen. Ödländer. Auch schon am Zuwandeln. Reden wir alle durcheinander. So. Hä? Wo ist denn der Typ hier? Der Typ ist weg. Möge das Licht unser Leitstern sein. Mögen Sie im heiligen Leuchten des Atoms wandeln. Thank you. Ich werde jetzt erstmal mich schön wieder Red Awayne. Ich hab's ja. Und